Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel, du Kopf. Wir reden mal lieber heute so. Folgendes. Ey, ich kann nicht sprechen, ne? Ich glaube, über Nacht hatte ich einen Geisterpenis im Mund. Alter, oder Halsschmerzen, eins von beiden. Wieso hörst du schon? Über Halsschmerzen. Alter, Albtraum. So, während ich gerade ein Video bearbeite, was dann schon oben sein wird, mache ich gerade wieder Neues. Deswegen bin ich auch vor der Kamera. Und zwar, Halloween steht vor der Tür. Leute, wir haben uns Folgendes ausgedacht. Wir sind drei Artisten, alle drei geben euch einen Aktionstag. Was das bedeutet ist, sie geben euch einen Aktionstag, meine ich damit, ihr könnt euer Motiv wählen und wir tätowieren es günstiger. Bedeutet, wenn du reinkommst und jetzt Termine machst oder online, wie auch immer wir das machen, das ist ja völlig egal. Das habe ich auch schon mal erklärt in einem Video. Ich werde das mal hier verlinken. So, und am besten ist natürlich vorbeikommen und eine Anzahlung vorbeibringen. Oder ihr taucht so auf. Es ist ein Walk-in-Day, bedeutet, egal wer kommt, wir werden alles tätowieren. Es wird Fingerfood geben. Halloween so verkleidungsmäßig, also wir werden uns ein bisschen verkleiden, weil wir feiern Halloween. Ich finde, als Tätowierer sollte man Halloween feiern, das ist total geil und wir stehen voll auf Horror und ich liebe alles und ich rede gerade schon wieder viel zu schnell und gleich habe ich richtig Halsschmerzen. Folgendes, du willst dein Motiv bekommen. Natürlich tätowieren wir an diesem Tag kein stinknormales Tattoo. Es muss was mit Halloween zu tun haben. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass es nur Gruselsachen sein müssen. Es kann auch was Lustiges sein, also irgendwas, was halt mit Halloween zu tun hat. Ja, es gibt ja auch für Halloween. Also Kinn, Penis im Mund. Auftragen, rechte Hand. Polieren, linke Hand. Es gibt ja auch für Kinder bestimmte Halloween-Motive. Ja? Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir Kinder tätowieren, um Gottes Willen. Bist du da ruhig da hinten im Keller? Geh weiter arbeiten, Kind. Was ich meine ist, zum Beispiel eine Katze, ja, die irgendwo auftaucht, die irgendwas, was halt mit Halloween zu tun hat. Es kann eine Fledermaus sein, die auch total lieb aussieht. Aber es muss halt irgendwas mit Halloween sein. Ja, versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, das reicht jetzt, was ich gerade gesagt habe und spiele richtig zu schnell und ich habe Halsschmerzen. Ihr könnt vorbeikommen. Fingerfood geht aufs Haus. Bedeutet, ihr hier so ein bisschen kleines Schnickschnack, Chips, Nachos, Kürbis, der kotzt. was quatsch ich da? Oder warte mal, ich glaube, das machen wir sogar. Mit, weiß ich was, ein paar Würstchen, immer so weiter und so fort. Und sowieso Süßigkeiten ist ja ganz klar. Und ein bisschen Gruselverkleidung hier an der Wand. Wir werden das Ganze ein bisschen schmücken. Und wir werden mit euch die Filme genießen. Freddy Krüger, Jason, egal was ihr wollt. Auf jeden Fall wird hier was Gruseliges im Hintergrund laufen. So, was war das? Leute, habt ihr es gerade gehört? Ganz komisch kam gerade aus der Küche. Warte mal, ich guck mir das mal an. Lass mal kurz die Kamera hier stehen. Hab ich hier einen Schiss, ne? Ja, war gar nicht Halloween, Alter. Wie geht denn sowas? Ja? Leute, bis deine Antenne kommt zum Aktionstag am 31.10. um 11 Uhr geht es los. Dort werden wir euch tätowieren und zwar am Ostpreußendamm 122a im Tintenfüllerstudio. Das ist unser Werk, unser Leben, unser alles, was wir lieben. Kommt vorbei, egal was, ob kleine Motive, ob Tagessitzung, ob einen halben Tag Termin, den ihr euch sichern wollt. Kommt vorbei, ihr kriegt den günstiger. 20, 30, 40, sogar 50% auf Motive und Tage. Und ihr wisst schon, was ich meine. Sitzungen meine ich nicht Tage. Und kommt vorbei, macht das Ganze jetzt bereit. Man muss das Ganze ein bisschen früher planen, deswegen kommt dieses Video auch schon 30 Tage vorher. Oder keine Ahnung, vielleicht kommt es auch schon nächste Woche. Ich weiß, keine Ahnung, vielleicht kommt es auch schon 40 Tage vorher, ich weiß es alles nicht. Jedenfalls sehe ich euch an Halloween. PS, viele Leute denken, dass ich einen in der Klatsche habe. Ja, das habe ich.